Kapitel 3 Vergeltung. Nachdem sie von Dorfbewohnern bei der Dämonenjagd verfolgt wurden, fanden Amicia und Hugo Zuflucht im örtlichen Kloster. Jetzt suchen sie nach Mönchen, die wissen, wo Dr. Laurentius zu finden ist. Ihre einzige Hoffnung seit dem Tod ihrer Eltern. Schau, Amicia. Ich komme. Haben wir es geschafft, Simir? Wir sind in der Kirche. Und jetzt müssen wir Meister Laurentius finden. Kapitel 3, Vergeltung, erkunde die Kirche. Okay. Da ist eine Leiter. Vielleicht kommen wir da raus. Ich bin jetzt froh, dass wir hier drin sind. Oh, was Warum haben wir sind da Kerzen? Mit den Kerzen zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh, darf ich eine anzünden? Wenn du willst, aber verbrenn dich nicht. Danke. Wahrscheinlich zum Gedenken an seine Eltern. An ihre Eltern. Für Mama und Papa. Jawohl. Bitte wache über sie. Okay, wir müssen weiter. Wir haben es nicht überstanden. Hier hört sich alles so komisch an. Das ist das Echo. Hallo! Hugo, hier ist vielleicht jemand. Oh. Schwefel in der Kirche? Was ist das? Alkohol? Na, das gucken wir uns gleich an. Ich schaue mich hier mal noch kurz ein bisschen um. Was ist das? Oh, eine Halskette. Ein Rosenkranz. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen. So, der Rosenkranz. Dieses aus einfachen Materialien gefertigte Kette werden zum Beten verwendet. Ihre weite Verbreitung zeugt von der außerordentlichen großen Rolle der Religion innerhalb der Gesellschaft spielt. Die Religion verspricht nicht nur die Erlösung der Seelen all ihrer Gläubigen, sondern stiftet auch Möbel für Krankenhäuser und sorgt mit Prozessionen und Feierlichkeiten innerhalb des Jahres für Struktur. Aber die Kirche verfolgt auch Ketzer, verdammt die Gotteslästerer und exkommuniziert sie in schwerwiegenden Fällen, wodurch sie jegliches Recht am Glauben verlieren und von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Okay. Das finstere Mittelalter. Verbarrikadiert. Wozu soll das gut sein? Das verhindert, dass hier jemand rein oder rauskommt. Wohl eher rein, weil hier drin sind wir alleine. Was ist da hinten noch? Was zum Anschauen? Okay. So, dann machen wir mal hier. Vergib mir die Sünde, die ich begangen habe. Ich wollte nicht. Amicia, du tust mir weh. Tut mir leid. Okay. Also gut, dann gehen wir mal zu der Leitung. Weil das scheint mir jetzt der einzige Ausweg zu sein hier. Komm, hoch mit dir. Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Hugo. Vertrau mir. Amicia, da ist jemand. Kinder, was macht ihr denn hier? Pater, wir brauchen Hilfe. Geht! Es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte, es ist wichtig. Wir sollten mit ihm reden. Ja, auf, gucken wir, dass wir da runterkommen. Da blinkt auch was, wo man bestimmt gebrauchen kann. Ist das der, der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein, er muss einfach. Oh, sie haben alles zerstört.
Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten? Das bezweifle ich. diese kindliche Naivität. Okay, da haben wir nochmal Schwefel. So, den Geruch kenne ich. Heilkräuter. Die Mönche müssen sie ins Wasser getan haben, um sich zu reinigen. Mutter hat das auch immer getan. Alkohol? Oh, ein Leder. Sehr schön. Können wir da was herstellen? Nein. Okay. Wo ist denn jetzt? Blumen, die sind wunderschön. Oh. Das sind Nelken. Ich hatte auch welche in meinem Herbarium. Aber diese hier sind schöner. Hugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh. Na dann. Das jetzt können wir gehen. Vielen Dank, Hugo. Schon gut. Nelken. Hugos Herbarium. Nelken werden auch als Gottesblume bezeichnet. Manche führen diesen Namen auf ihre Schönheit zurück. Andere beziehen sich auf Legenden, laut deren sich aus dem Blut von Christus Wundmalen oder den Tränen der Jungfrau Maria entstanden sein sollen. Sie gelten daher als Symbol für Liebe, Leidenschaft und Hingabe. Ihre Blütenblätter wird auf einen fiebersenkenden Wirkung nachgesagt und in Essig eingelegt, soll man damit Pestbeulen reinigen können, was ebenfalls zu ihrem guten Ruf beitrug. Okay. Ja, da lernen wir ja auch noch ein klein wenig. So, wo ist jetzt der Mönch? Außerdem, was haben wir hier? Und Stoff. So, wir schauen mal hier alles durch. Okay, können wir was herstellen? Nicht genug Material, nicht genug Material. Okay, wir müssen wirklich einiges sammeln, um hier irgendwelche Aufwertungen zu machen. Das heißt, wir müssen wirklich alles kontrollieren hier. Wo ist jetzt dieser Mönch? Da ist er. Ein bisschen mit Respekt annähern, vielleicht erschreckt das sich dann nicht. Pater? Ihr schon Pater. Wieder? Ihr sollt verschwinden! Nur einen Augenblick, nur... Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt! Bitte! Jemand muss uns helfen! Wenigstens ihm! Das Wappen von Robert Drun. Wir sind seine Kinder. Wir suchen Laurentius, den Doktor. Kennt ihr ihn? Ja, ich kenne ihn. Und ich weiß, er kümmert sich um eure Familie. Er sprach von dir. Ich bin Pater Thomas. Eure Anwesenheit hier ist kein gutes Zeichen. Die Inquisition. Sie kam und sie... Ich kann es mir denken. Doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer. Ihr müsst fort, unverzüglich, sonst sterbt ihr. Aber, Pater, die Dorfbewohner wollten uns töten. Sie sind völlig verrückt. Nein, ich kann die Kirche nicht verlassen. Aber ein Ausgang durch die Krypta der drei Heiligen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte euch den Weg zu Laurentius' Hof weisen. Doch dann möge Gott euch behüten. Ja.
Tage scheint alles ruhig. Kommt! Lichtschein bleiben. Warum wurden Kreuze auf die Türen im Dorf gemalt? Ist es wirklich die Pest? Zuerst wurden Leute gebissen, immer nachts. Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber, Beulen, Menschen starben. Und als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Und was ist die Ursache? Wir sind fast da. Bruder Morell sollte hier sein. Nur wir zwei sind noch übrig. Bruder Morell. Oh oh. Bruder Morell? Ich ahne Böses. Bruder Morell! Bruder! Oh oh. Stimmt was nicht? Pater! Was ist denn jetzt schon wieder los? Ach du Scheiße, was ist das? Ratten! Unendlich viele Ratten! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße. Hey Gott, Hilfe, bleib in meiner Nähe. Sie haben ihn gefressen. Aber wo sind die hergekommen? Wieso sind das so viele? Haben die Angst vor... Warum sagt er, bleibt im Licht? Sie müssen... Wir haben Angst vor Feuer. Sie sind überall. Das Licht. Sie haben Angst vor dem Licht. Alter, das werden immer mehr. Das ist ein Albtraum. Aber echt nicht. Raus, Amicia. Ich weiß, los, weiter. Okay, da ist wohl der Bruder. Das ist ein Mönch, der andere Bruder. Das, was von ihm übrig geblieben ist. Wir müssen darauf klettern. Ich muss die Fackel ablegen. Nein, bitte! Beruhige dich, da ist eine Halterung. Wir haben immer noch genug Licht. Aber was denn? Wir finden eine Lösung. Okay. Komm, ich helfe dir. Ja. Da ist eine Fackel. Können wir die mitnehmen? Nein. Warum können wir die blöde Fackel nicht mitnehmen? Hier, was ist denn das hier? Ich verstehe nicht, warum es so viele sind. Feuer. Wir brauchen Feuer. Okay, nicht schlecht. Wir haben sowas. Wir müssen uns beeilen. Okay, beeilen wir uns. Weg mit euch! Putz, geht weg! Okay, das war ein Holz, wo wir das gefunden haben. Na gut. Okay, da hoch. Das ist sie also heim. Ratten. Der Priester erwähnte einen Weg nach draußen durch die Krypta. Amicia, die drei Statuen! Die Krypta der drei Heiligen, das ist der Ausgang, den der Pater erwähnte. Wir müssen einen anderen Weg finden. Oh, einen anderen Weg, das ist gut, das sind Ratten. Was ist das? Wie kommen wir da raus?
vorsichtig. Amy ist ja vorsichtig. So, es gibt nur den, es gibt nur den Weg da hoch, darüber. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Oh, wow, wow. Was ist hier? Stein. Da oben, Amicia. Die sollte ich runterholen können. Okay. Sie haben sie alle gefressen. Nicht hinsehen. Wir können nichts mehr für sie tun. Das ist furchtbar. Ich weiß. Komm weiter. So, komm mal da. Mist. Leiter. Du zuerst. Ja. Ich habe Schiss, dass hier gleich alles zusammenbricht. Salpeter. Wofür sammeln wir das alles? Nochmal Leder. Okay. Oh, da können wir wieder was kaputt machen. Gut, wir gehen gleichzeitig. Okay, das schwingt da jetzt hin und her. Da gehen wir wieder runter. Haben wir hier noch was zum Sammeln? Folge mir. Na gut. So. Okay, das schwankt hier jetzt hier hin und her. Gut, sobald es da ist, jetzt. Laufen, laufen, mitlaufen. Genau. Oh, okay, das haben wir geschafft. Hugo, beruhige dich. So, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Oh, eine. Was haben wir hier jetzt alles? Oh, ein Werkzeug. Okay, können wir hier was machen? Schauen wir mal. Können wir nicht. Eine Tasche könnten wir machen. Ja, wir machen die Tasche mal größer. Hm, nicht. Okay. Haben wir noch irgendwas? Ne, das war's. Da können wir auf jeden Fall mal mehr Zeug sammeln. Keine Ratten. Oh! Schnell ins Licht! Ich sehe hier keine Fackeln. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Gute Frage. Was können wir tun? Die Ratten, sie fressen das Fleisch. Das könnte funktionieren. Ah. Hugo, du bist gar nicht so schlecht. Gut, das scheint sie abzulenken. Bist du sicher? Noch ein Schinken sollte reichen. Noch ein Schinken. Okay, jetzt durch. Okay, kommen wir da irgendwie raus. Okay. Da, die drei Heiligen. Da, wir nähern uns dem Ausgang. Hoffentlich, hoffentlich. Nun gut, wir müssen vorsichtig sein. Ja, Ratten, war ja klar. Okay. Puh, was haben wir hier? Alkohol. Über die Tische, oder? Ja, über die Tische.
sind aber verdammt große Tische. In Sicherheit. Alter. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Nein, nein, nicht runterfallen. Das werden wir nicht. Halt meine Hand gut fest. Wir haben nicht vor, runterzufallen. So. Da ist wieder ein Schinken. Runter hier, runter. Diese Fackel da. Da ist ein Loch im Gitter. Wenn ich den hochhebe, kommst du dann an die Fackel? Ja. Okay, nochmal, nochmal. Auf, hopp. Auf, auf, auf. Hugo, Hugo, los. Ist das schwer. Hugo, beeil dich. Na los. Geht's dir gut? Ja, bleib wo du bist. Der Boden ist total morsch. Amicia, wie soll ich zurückkommen? Wir finden einen Weg. Keine Bange. Solange du die Fackel hast, kann dir nichts passieren. Aber was ist mit dir? Wir bewegen uns gemeinsam. So scheint das Licht durch das Gitter und schützt auch mich. Bereit? Bereit. Gut, okay. Dann los. Langsam. Alter. Sehr gut. Nicht zu schnell, Amicia. Sieh nur, da ist ein Loch. Willst du die Fackel haben? Ja, auf meiner Seite sind zu viele Ratten. Wie soll ich jetzt durchkommen? Das Loch da hinter dir. Ich sehe keinen anderen Weg. Geh da durch und wir treffen uns auf der anderen Seite. Bist du sicher? Ja. Geh dich nicht vom Fleck, wenn du Ratten siehst. Ich bin gleich bei dir. Ist gut, aber beeil dich. So, jetzt können wir mal schauen, was wir hier finden. Müssen irgendwie. Ich schaue mich hier erstmal um, solange wir jetzt hier die Möglichkeit haben. Ah, okay. Wir können sie auch verbrennen. Ich hab doch gewusst, dass hier was blinkt. Da brenne. Renne! Hier, so könnten wir es ja eigentlich auch alle töten, ne? Hier, Affen, renne! Auf. Also Feuer mögen sie überhaupt nicht. So. Wir müssen jetzt hier rüber. Schnell jetzt! Dass wir Hugo wieder finden. Amicia, komm schnell! Hugo! Was ist denn? Hugo, antworte mir! Oh, wow, wow. Los! Verdammt! Was soll man hier tun? Oh. Hm. So. Ich muss alles einsammeln. Und wieder raus hier. So. Nehmen wir einen neuen Stock und dann gucken wir, dass wir da durchkommen. Nein, so nicht. So. Mal das anzünden? Ja, können wir anzünden. Ja, hier oben! Hugo, geht's dir gut? Da waren Ratten. Ich bin zum Licht gerannt. Haben sie dich gebissen? Nein, ich habe eine Leiter gefunden, aber da oben sind Ratten. Ich mache dir den Weg frei. Wir werden dich von da oben runterholen. Okay, dann müssen wir uns genau überlegen, ganz wie wir da vorgehen. Ihnen geht's gut.
dir geht's gut. Konzentrier dich. So, schauen wir mal. Da haben wir auf jeden Fall Stöcker. Und da können wir wahrscheinlich wieder was runterschießen. Okay. Jetzt nehmen wir uns hier einen Stock. Jetzt nehmen wir mal da lang. Gucken, dass man das dort. Damit kann ich sie nicht lang genug auf Abstand halten. So, kommen wir zurück, einen neuen Stock holen. Perfekt, danke. Was? Okay. Gut, wir können schon einen neuen Stock holen. Das war gar nicht so schlecht. So. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir das da anschließen. Bevor wir uns verbrennen. So, da können wir wieder Stecker holen. Und dann müssen wir. Ich hätte dich nicht allein lassen dürfen. Das war zu gefährlich. Ich gehe jetzt aber. Ich gehe trotzdem mal da hoch. Kletter hoch. Sehen, ob da was ist. Okay, da drüben blinkt's. Schau mal hier mal schnell. Und ich bricht das nicht zusammen hier. Oh, wieder ein Werkzeug. Sehr schön. Okay, gehen wir runter. Hat sich doch gelohnt, dass wir nochmal hier oben geschaut, nachgeschaut haben. Ja? Das habe ich schon mal gesehen. Ein Wappenrock der Kreuzfahrer. Okay. Ein Kreuzritter-Tappert. Der letzte große Kreuzzug liegt schon ein Jahrhundert zurück und die Kirche sieht sich neuen Gefahren ausgesetzt. Krankheit, Hungersnöte, Krieg. Das Elend treibt die Menschen in die Arme des Glaubens. Dieser Bedarf an Spiritualität, der den vielen Toten zuzuschreiben ist, zwingt den Klerus dazu, in aller Eile neue Priester auszubilden. Aber einige Leute versuchen auch weiterhin ihr Heil im Heidentum, Aberglauben und bei anderen und bei andersdenkenden Ordensvereinigungen. Schön. So, jetzt gehen wir runter. Hier entlang, komm. So, können wir da noch was einsammeln? Dort liegt noch was. Vorsicht, ja, ja. Oh, ich komme ruhig lieber ein Stöcklein. Schauen das mal. Jetzt da zurückkommen. Bisschen schneller. Okay. Gut. Wir müssen dadurch. Alles klar. Dann mal los. Müssen noch verbrennen. Okay. So. Die Krypta. Gott sei Dank. Jetzt können wir hier raus. Ja, weit, weit weg von hier. Und da haben wir wieder eine Werkbank. Sehr schön. Hier können wir rüber. Ich möchte jetzt erstmal die Werkbank. Hier geht es nicht rüber. Okay. So, das können wir nicht machen. Einen größeren Beutel.
Eine Munitionstasche wäre mir eigentlich ganz lieb. Ja, komm. Das sollte mir die Sache erleichtern. Sehr schön. Los, kletter hoch! Alter, wird's hier auch mal noch irgendwann normale, schöne Sachen geben? Was ist das da auf dem Boden? Sollen wir trotzdem weitergehen? Ja, wir sind so weit gekommen, es wird schon gut gehen. Ach ja. Bleib in meiner Nähe. Brauchen auf jeden Fall den Stock hier wieder. Und dann mal durch hier. Ah, was ist das? Was ist das da in den Wänden? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Ich habe gar keine Zeit, mir das anzusehen. Und ich will es eigentlich auch gar nicht sehen. Die waren das. Glaubst du wirklich? Ja, wir sind in ihrem Nest. Werden sie ganz schön wütend sein. Können wir einen neuen Stock holen oder wie ist das? Wir müssen uns einen Stock holen, weil hier hat's. Doch, da hat's welche. Wir sind im Rattennest. Okay, wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Dann mal los. Das Rattennest, Alter, was sind das für Ratten? Ja, wir dürfen die Wände nicht berühren. Die Luft, sie brennt im Hals. Okay. Da drüben, Licht, wir haben es geschafft. Wir sind da, Ugo. Und raus. Lauf, lauf, lauf! Oh mein Gott! Alter! Geschafft! Oh. Geschafft! Geschafft! Amicia! Ich will zu Mama! Die Mama! Sie soll nicht mehr tot sein! Hugo! Sie soll zurückkommen.